Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Frank Werner. Ich darf Sie im Namen der Veranstalter ganz herzlich zum Eröffnungsvortrag des diesjährigen Börsentages begrüßen. Es ist eigentlich unüblich, dass wir Referenten noch gesondert ansagen. Und bei Dr. Jens Erhardt erübrigt sich ja auch eine Vorstellung. Er ist sozusagen eine Investmentlegende. Seit Jahrzehnten prägt er als einer der führenden Asset Manager des Landes die deutsche Investmentfonds-Szene. Weshalb ich das aber trotzdem mache, ist, ich glaube, ich spreche auch in Ihrer aller Namen. Er hat heute Geburtstag und lässt es sich trotzdem nicht nehmen, den Kapitalmarktausblick zu geben. Herzlichen Glückwunsch, danke. Dr. Erhardt. Vielen Dank. Sie müssen es jetzt nicht auspacken, weil wir ganz gespannt drauf sind, wie Sie die Märkte 2018 sehen. Es ist Ihre Bühne. Okay. Vielen Dank. Also, Dr. Werner, vielen Dank. Ich sage es nicht falsch wie der Setsche, ne? Also ich weiß, wer Sie sind. Also ganz herzlichen Dank. Ja, also ich freue mich über den ganz herzlichen Empfang hier. Das ist ja mittlerweile Tradition hier da und mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Und meine Sekretärin sagte, ach, das ist so unglücklich, dieses Jahr fällt der Münchner Börsentag ihren Geburtstag, da können Sie ja nicht hin. Und ich sage, im Gegenteil, da gehe ich dann gerne hin, das macht Spaß. Also irgendwo fast 25 Jahren habe ich meine Frau verlassen und gesagt, der arbeitet zu viel mit Börse, also da gehe ich weg. Und ich bin eigentlich fast wirklich mehr mit der Börse verheiratet als mit sonst jemandem. Na gut, dann kamen schon noch andere Frauen hinterher, zum Glück. Aber im Grunde ging die Ehe über die Börse drauf, kann ich sagen. Aber so rückblickend bedauere ich das auch gar nicht so unbedingt. Die Börse ist manchmal doch, ist zwar auch eine Frau, ne, die Börse, aber, und die Frauen kann man ja mal schwer vorhersagen. Trotzdem, ich freue mich, dass ich der Börse auch treu geblieben bin. Das ist manchmal doch, man steht auf zwei Beinen im Leben, denke ich, im einen als Beruf und andere als die private Beziehung. Aber während das eine Bein manchmal wackelt im Leben, wenn man aufpasst, dann kann man das Berufsbein doch, glaube ich, stabil halten. Und ich meine, ich habe vor genau 49 Jahren auch an meinem Geburtstag angefangen zu arbeiten da. Und muss ich sagen, in den 49 Jahren an der Börse zu überleben, ist natürlich auch schon so eine Sache, nicht? Damals gab es viele Vermögensverwaltungen. Und soviel ich weiß, gibt es zumindest unter den Großen keine einzige mehr, die damals schon existierte. Also man kann sich leicht verhauen, nicht? Wenn man den Leuten Unsinn erzählt und sagt, also die Börse geht rauf und dann geht sie runter oder das gleich mehrfach, dann ist man irgendwann weg, nicht? Dann sagen die Kunden auch, also dann suchen wir uns jemand anders. Aber ich bin froh, also zumindest scheinen die grauen Zellen noch einigermaßen zu ticken, dass es noch einigermaßen stimmt. Und letztes Jahr haben wir auch recht gute Ergebnisse gehabt. Also es ist ja keine Werbeveranstaltung hier, aber wenn man gute Ergebnisse hat, dann hält man sich in der Branche und dann hören die Leute auch wieder zu. Und ich hoffe auch, dass ich Ihnen heute was Vernünftiges erzählen kann hier und Sie dann nachher am Schluss sagen, naja, da habe ich ja doch ein bisschen was gelernt, denn irgendwo ist, finde ich, Leben auch Lernen. Also man meint irgendwo, die Börse wiederholt sich jetzt, aber meistens ist es eben doch ein bisschen anders, aber irgendjemand hat gesagt, es gibt nicht wieder dasselbe, aber es reimt sich irgendwie. Also ein bisschen was Ähnliches ist dann doch wieder und dann erzählt Erfahrung da doch etwas. Aber nur Erfahrung, da wissen Sie ja, wie das heute geht mit Internet und allem, also wenn man da mal vor 30 Jahren richtig gelegen hat, dann nützt einem das heute dann noch nicht so viel. Also man muss immer sehen, was ist jetzt heute wichtig. Ein paar Sachen sind allerdings auch geblieben. So, ich habe damals meine Doktorarbeit geschrieben über die Entwicklung von Geldmenge und Börse und ich muss sagen, das ist immer eine wichtige Sache. Der alte Costolani hat auch mal gesagt, wenn kein Geld da ist für die Börse, dann steigt sie nicht. Das ist so das Blut der Börse. Und tatsächlich ist es eigentlich wirklich so, wenn wirklich viel Geld gedruckt wird, was ja im Moment der Fall ist, dann hilft das meistens auch der Börse und dann sind die Bewertungen gar nicht so wichtig, denn wir werden es gleich sehen, die Bewertungen sind ja heute hoch, nicht? An den meisten Börsen. Europa nicht so stark, aber gerade Amerika ist die höchste Bewertung eigentlich seit 1929 und was danach kam, wissen Sie, da ging es dann 90% runter in Amerika. Aus meiner Erfahrung muss ich sagen, Bewertung alleine macht es eigentlich nicht. Es kann lange Zeit sehr hoch bewertet sein und natürlich vom Einstieg manchmal nicht so schön, wenn man hoch einsteigt, hat man natürlich nicht so viel Potenzial nach oben, als wenn man tief einsteigt, aber trotzdem geht es manchmal auch eben hoch, nicht? Die Chartisten haben ja diesen Spruch, bei High Sell Higher, nach dem Ausbruch nach oben sollte man eher kaufen als verkaufen.
Also das hat alles so seine Berechtigung, diese Sprüche. Aber wenn man überhaupt mal so Börsensprüche nennt, nach fast 50 Jahren Erfahrung oder eigentlich über 50, 49, 49 Jahren habe ich angefangen Beruf, aber eigentlich habe ich schon ein bisschen länger gemacht. Also die Erfahrung, Sätze sind eigentlich Folge dem Trend. Ist ganz simpel, aber die Trends gehen nach meiner Erfahrung immer länger, als man denkt. Also es geht meistens länger runter oder länger rauf. Und jetzt geht es rauf im Moment. Deswegen denke ich, wird es auch noch nicht die Wende geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt nach unten wendet, um das vorwegzunehmen, ist wahrscheinlich doch nicht so groß, trotz aller Probleme, die wir noch besprechen werden. Aber der zweite wichtige Börsentag, der Börsenspruch, ist nun ein bisschen wieder genau das Gegenteil. Das sagt eigentlich im Zweifel, wenn es wirklich dann dreht, antizyklisch verhalten, dann ist natürlich dann der Trend zu Ende. Also ich habe mich immer sehr als Contrarian, also auch als jemand gesehen, der mit Stimmungsindikatoren versucht hat, diese Punkte zu finden, wo es dann dreht, wenn da zu viel Optimismus herrscht und so weiter. Also ich muss schon sagen, so ganz klar schwarz-weiß kann ich Ihnen natürlich heute auch nicht sagen, wo es längst geht, weil eben doch inzwischen... Vor einem Jahr war ich da, glaube ich, noch klarer und habe gesagt, es geht weiter hoch, weil doch gerade bei den Stimmungsindikatoren sehr, sehr viel Optimismus herrscht. Aber auch da muss man gleich wieder einschränken. In Amerika herrscht viel mehr Optimismus, die Überbewertungen sind größer. Und in Europa und Asien gibt es doch noch viele Aktien, die eigentlich ganz vernünftig bewertet sind und eigentlich nicht höher als früher. Also das mal so vorweg. Aber jetzt schauen wir uns noch ein paar Grafiken an. Wie hoch liegen wir eigentlich heute? Also wir sind bei den meisten Indizes eigentlich höher als 2000, wenn man die Dividenden weglässt. Die ganzen großen Indizes, die Sie in der Welt kennen, den Dow Jones oder den S&P 500, den Nikkei, der Eurostoxx, alle sind ohne Dividenden. Nur unser lieber DAX in Deutschland, dieser Performance DAX, den Sie in der Zeitung immer sehen, der nimmt die Dividenden mit auf. Und zwar noch mit dem Trick, dass die Dividenden nicht Steuer und nach Steuern, sondern inklusive der Steuern genommen werden und am gleichen Tag die Dividenden wieder investiert werden, die gleiche Aktie. Bisschen unrealistisch alles, deswegen sieht der im Grunde auch besser aus, als es eigentlich sein dürfte. Deswegen gibt es auch einen sogenannten Kurs-DAX, der genauso berechnet wird wie eigentlich alle anderen großen Indizes der Welt. Und da sieht man hier, der Kurs-DAX, der sieht eigentlich nicht viel anders aus als der ganze Rest der Welt. Und da werden manche sagen, naja, Amerika ist doch viel besser gelaufen. Aber Amerika sind auch nur 30 Aktien im Dow Jones und 500 im S&P. Aber wenn man mal 1.700 nimmt im Value Line, das ist also die größten amerikanischen Aktien, und die Dividenden weglässt, das ist diese orange Linie, da sieht man auch, diese Amerikaner sind zwar hier die Besten gewesen, aber im Grunde auch nicht so sehr viel besser. Und das ist jetzt immer in Landeswährung hier gerechnet. Und da sind ja auch einige Währungen, ja, gerade wie das Pfund oder letztlich auch der Dollar, lange Zeit wenigstens. Also Sie wissen ja, wer lange dabei ist. Ab 1985 ging er stark runter, ab 2000 ging er stärker runter. Also in Dollar sieht das immer noch besser aus hier als in Euro. Früher hatten wir immer die Sache, dass in Deutschland die Kurse nicht ganz so stark gestiegen sind wie in Wall Street oder manchen anderen Börsen, aber die D-Mark ist dann mehr gestiegen. Und in D-Mark hat man dann mehr gehabt im Grunde, als nun, wenn man in Landeswährungen die anderen Börsen dann verfolgt hätte. Da sah die deutsche Börse immer wesentlich besser aus, in D-Mark gerechnet. Also, und hier ist eigentlich seit jetzt doch immerhin 18 Jahren alles eher seitwärts gegangen und nicht so spannend. Das heißt natürlich auch wieder im Umkehrschluss, so wahnsinnig überbewertet, wie es immer wieder heißt, sind wir im Moment auch nicht. Also der DAX ist da oben und der Dow Jones ist oben, aber die Indizes werden ja auch immer stark umstrukturiert. Also da fliegt dann die schwache Aktie raus und eine starke rein. Also selbst wenn man ETF kauft, kauft man ja nicht irgendwas, was man dann irgendwie vergessen kann. Da im Hintergrund tut sich was, genauso als wenn ich selber das Aktienportfolio umschichte. Also die Indizes sehen im Grunde auch deshalb besser aus als die Wirklichkeit, weil sie immer gerade die stärksten Aktien reinnehmen und die schwachen fliegen raus. Also das machen zwar auch einige Anleger so, aber die Indizes sind nicht ein klares Spiegelbild, nicht? Also ist jetzt der Aktienmarkt teuer oder billig? Ist hier eine gute Frage, eben für Amerika gesehen. Da ist es wirklich teuer. Hier habe ich Ihnen mal aufgezeichnet, der Wert aller Aktien bezogen auf die Wirtschaft. Das ist so von einigen Größen, auch wie Warren Buffett, ein schöner Indikator, an dem der sich orientiert. Und hier, deswegen hat er auch viel Bargeld im Moment in seinem
Berkshire Hathaway. Hier sieht man in der blauen Linie, aber auch in der roten Linie, dass wir also in Amerika bezogen auf die Volkswirtschaft und den Wert aller Aktien doch oben sind. Also von der Seite schon eine gewisse Vorsicht anzumerken. Von den Aktien her sind Amerika die Kurse auch mehr gestiegen als die Gewinne. Die steigen dieses Jahr wahrscheinlich jetzt 20%, das ist noch nicht eingezeichnet. Also dann kommt die untere schwarze Kurve schon ein Stückchen hoch und gleicht sich da etwas an. Aber trotzdem sieht man aus dem anderen Auseinanderlaufen, dass in Amerika gerade heute die Aktien eigentlich eher teuer sind. Warum? Wegen der Aktienrückkäufe, glaube ich, also hauptsächlich. Manche sagen, das ist nicht so wichtig. Das kommt wegen der Zinsen, die so weit unten sind. Aber wie ich schon eingangs sagte, also wenn gekauft wird, wenn Geld da ist, dann gehen die Kurse hoch, ganz gleich, ob sie billig oder teuer sind. Und in Amerika werden in diesem Jahr wahrscheinlich zwischen 600 und 800 Milliarden Dollar Aktien zurückgekauft, für den Gegenwert. Das ist also enorm viel. Früher war man 2007, wissen Sie, da war die Börse ganz oben, da wurde mal 500 Milliarden wurden da Aktien zurückgekauft und dieses Jahr 600 bis 800 Milliarden. Also in Amerika werden so viele Aktien zurückgekauft wie noch nie. Also da sehen Sie schon wieder, Aktien sind zwar teuer, aber wenn alle kaufen, ist doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze noch höher geht, wenn Herr Trump nicht dazwischen schießt. Nicht? Also das ist natürlich eine Sache, die kann man hier mit Kurven schwer verifizieren, aber wenn der Trump wirklich auf deutsche Autos einen Zoll macht und die EU macht jetzt wieder nicht Erdnussbutter, ich meine, das wird den Trump überhaupt nicht kratzen, nicht? Ob dann die Deutschen oder die Europäer da jetzt die Erdnussbutter nicht einführen wollen oder ein paar Orangen weniger kaufen oder ein paar weniger Motorräder, dann wird das die Amerikaner nicht kratzen. Aber wenn natürlich, ich habe das schon vor einer Woche geschrieben in der Finanzwoche, wenn jetzt Europa anfängt, mal Google da auf die Finger zu klopfen und sagt, also hier verdient so viel in Europa und die ganzen anderen Internetgesellschaften amerikanischen und wir nehmen mal in Europa dafür Zölle, dann sieht es schon ganz anders aus. Also der gute Schulz, der ja inzwischen ziemlich überraschend, wo man sagen, von der Bildfläche verschwunden ist, der hat mal im Wahlkampf gesagt, ja, in Brüssel muss er es eigentlich wissen, die Amerikaner haben in den letzten 10 Jahren ungefähr 2.000 Milliarden Dollar zu wenig Steuern gezahlt, weil sie eben so gut wie keine Steuern zahlen in Europa. Ich glaube, so 10, 20 Millionen zahlen dann die Großen und in Amerika zahlen sie dann immer gleich so und so viel Milliarden. Also im Endeffekt könnte die EU da in dem Punkt was machen. Und witzigerweise, heute steht es in der Zeitung, dass die EU jetzt da den Hebel ansetzen will. Also da könnte man die Amerikaner schon kriegen, glaube ich. Und ich meine, der Trump hört ja nur so, glaube ich, wenn man da irgendwo was aufzuweisen hat an Gegenpotenzial. Und da habe ich die Hoffnung, dass er jetzt also vielleicht doch einen Rückzieher macht und sagt, also na, wenn die damit anfangen, dann höre ich mal weiter auf mit Zöllen. Denn wenn die deutsche Automobilindustrie jetzt wirklich 25% Zölle auf den Kopf kriegt, also dann sehen wir hier alt aus. Wir sind ja eigentlich ein Automobilland mittlerweile. Nicht? Wir haben alle möglichen anderen Branchen schon nach Asien verloren, aber Automobil ist immer noch unsere stärkste Ecke. Und wenn da 25% kommen, das würde schon eine Menge schaden und also enorm viel. Also das, dann kann man, glaube ich, die ganzen Börsenprognosen alle vergessen. Aber ich glaube nicht, dass es kommt. Auch zum Beispiel BMW produziert ja in Amerika mehr Autos als in Deutschland und Europa. Also da würde der sich auch ein bisschen ins eigene Fleisch schneiden und mit den ganzen Zulieferketten und all diese Sachen. Also ich hoffe, dass er da nicht irgendwo da in diese Hexenkiste da greift und da nicht irgendwo sich selber, aber vor allen Dingen uns schadet hier. Also dass diese Börsenprognosen sind immer unter der Voraussetzung, dass Trump also keinen totalen Unsinn macht. Ja, also schauen wir wieder auf unsere greifbaren Kurven. Hier sehen Sie die amerikanischen Konjunkturindikatoren, das geht also gut hoch. Also da läuft es im Grunde sehr positiv, wenn auch nicht so stark wie in früheren Zyklen. Denn Amerika hat ja aufgedreht durch dieses ganze Gelddrucken, damit haben die angefangen. Inzwischen gibt der Staat auch wesentlich mehr Geld aus. Also Amerika pusht im Grunde mehr die Konjunktur nach oben als Europa. In Europa hat im Einfluss von Deutschland, Europa versucht, dieses Schuldenmachen der Staaten etwas zurückzufahren. Also da kommt der Rückenwind nicht so stark von der fiskalpolitischen Seite, von dem Geldausgeben des Staates, sondern im Grunde nur hier in Europa mehr von der Zinsseite und da inzwischen sogar mehr als in Amerika. Also die ganze Konjunktur ist im Moment weltweit also sehr stark so angetreten, als wenn wir mitten in der Rezession wären. Das sind wir ja nicht. Also aus der Sicht ist es natürlich gefährlich, wenn diese ganzen Stimulanzien wieder weggenommen werden.
Also da kommt wieder meine alte Theorie, wenn jetzt also die Geldmenge nicht mehr so stark wächst, wir werden noch die Kurven sehen, dann könnte es für die Börsen schwieriger werden. Aber vorläufig ist das Geld noch da. Vorläufig ist also die Liquidität immer noch gut. Also man sieht da noch keine Verkaufssignale von der Liquidität her. Und das Schöne ist, dass diese Liquiditätsindikatoren immer im Vorlauf wirken. Also wenn das Geld knapper wird, reagiert die Börse nicht gleich. Ich habe meine Doktorarbeit ausgerechnet, durchschnittlich ein halbes Jahr Verzögerung, Konjunktur sogar erst ein Jahr lang später. Also da sehe ich im Grunde noch nicht den Punkt, wo man eigentlich jetzt raus müsste. Hier haben wir gerade die Geldmenge Amerika. Das Gelbe sind diese Geldmengensteigerungen. Immer wenn das Ganze... Moment mal, haben wir hier so einen Anzeiger? Naja, hier haben wir sowas. Wenn das Ganze wenig wird mit dem Geldmengenzuwachs, dann haben wir meistens immer schlechtere Börsen, auch mit einer Verzögerung erst, wie man sieht. Nicht? Also hier wird schlecht und da ging es dann runter. Und selbst kleinere Rückgänge da, die nicht in die Nulllinie gehen, nur teilweise, die wirken sich dann an der Börse aus. Aber wir haben hier im Grunde weniger Zuwachs als an diesen Spitzen, aber wir haben immer noch so ähnlich wie hier, als es danach ja auch noch hochging. Also ich würde sagen, das ist immer noch ausreichend hier, dieses Geldmengedrucken in Amerika. Das hängt auch zusammen damit, jetzt ist nicht die Notenbank da, die das Geld druckt, das machen jetzt die Banken einfach, indem sie Kredite ausgeben. Nicht? Dadurch wachsen Geldmengen, indem Banken Kredite ausgeben. Und das ist immer noch ganz befriedigend. Also wenn man hier so Richtung Null gehen würde, dann ist es von dieser volkswirtschaftlichen Seite dann wirklich gefährlich. Aber das sieht eigentlich noch ganz vernünftig aus. Auch sonst diese Indikatoren in Amerika, ich rede jetzt viel von Amerika, weil es immer noch die größte Volkswirtschaft ist und auch für uns immer ziemlich ausstrahlend hier. Also da gehen die Investitionen immer noch wieder ein bisschen besser. Es war natürlich hier ein gewisser Rückgang eine Zeit lang, aber im Endeffekt sieht das ganz beruhigend aus. Und die Amerikaner konsumieren wilder denn je auf Kredit. Das ist natürlich irgendwo ungesund, aber zum anderen, solange sie es tun, heizt es die Konjunktur an. Das war die Finanzkrise, haben sie also nicht sehr den Gürtel enger geschnallt und das geht inzwischen immer höher. Und zwar sind das im Wesentlichen hier Autoschulden, Kreditkartenschulden und diese sogenannten Studentenkredite. Also die Studenten kriegen vom Staat dann Kredit. Aber die zahlen das dann nicht zurück zum Großteil und all solche Sachen. Aber das ist im Grunde noch nicht so schlimm, diese Kreditausfälle wie bei den Hypotheken. Die Hypotheken waren das Problem in der Finanzkrise. Da haben die Amerikaner dann plötzlich kein Geld mehr gehabt für ihre Zinszahlungen. Die Häuser wurden im Wert weniger, haben sie weniger konsumiert und so weiter. Es gab dann eine ganze Kettenreaktion. Aber das ist hier ohne Hypotheken die Schulden, also nur diese Kreditkarten und Autokredite. Die kaufen also so viele Autos auf Kredit wie noch nie. Das ist eine gewisse Gefahr, aber es ist längst nicht so schlimm wie damals bei den Hypotheken. Die Hypotheken, Häuserkredite sind viel mehr und da haben sie sogar ein bisschen zurückgezahlt die letzten 10 Jahre. Also ich würde sagen, von den Krediten her braucht man noch nicht jetzt Angst haben in Amerika. Irgendjemand von der Bundesbank hat da mal vor einem Jahr gesagt, ja, die Autokredite in Amerika können eine neue Finanzkrise auslösen. Dafür ist das nicht groß genug, glaube ich. Also das ist hier der Häusermarkt. Da sehen Sie auch, dass es also eher unten ist und nicht so eine Überhitzung hat, das Ganze wie hier vor der Finanzkrise. Nicht? Da war alles im Grunde doch oben und da hat jede Putzfrau im Grunde von der Bank ein Haus finanziert gekriegt, also im wahrsten Sinne. Aber heute sind die da wesentlich vorsichtiger geworden und das kommt also erst eher mühsam aus dem Keller. Sie sehen hier, der Anteil der Hausbesitzer ist zurückgegangen, die mussten da zwangsverkaufen, jetzt kommt es wieder hoch. Aber es ist noch nicht so, dass von der Seite her irgendwo eine Überschuldung zu sehen wäre oder dass jetzt zu viele unverkäufte Häuser da sind. Das war nämlich vor der Finanzkrise so. Ich habe damals schon Jahre vor der Finanzkrise, 1-2 Jahre vorher gesagt, also Vorsicht, da haben die so viele Häuser gebaut da und wenn die jetzt dann irgendwie alle verkauft werden sollen, fallen die Preise und dann kommen die Leute, die die Häuser vorher auf Kredit gekauft haben, unter Druck. Im Moment gibt es nur für ungefähr 4 Monate Häuser auf Vorrat und damals war es erst 3-4-fache. Übrigens in China so deutlich höher noch, also da ist so auch der chinesische Immobilienmarkt so, aber darauf kommen wir noch, auch so ein bisschen vielleicht eine leichte Gefahr für die Zukunft, aber sehe ich auch nicht akut. Man liest ja mal dauernd was, die Chinesen sind so überschuldet und so weiter, aber das ist mehr der Staat da und der Staat
auch in Japan ist Staat stark verschuldet. Wenn der Staat verschuldet ist, ist es nicht so schlimm, weil da kommt einfach die Notenbank und sagt, hier, hier ist das Geld, und das war ja früher anders, da war die Notenbank unabhängig, da durfte es nicht, aber heute kommt die Notenbank, auch die EZB, ja, Griechenland und so weiter, denen geben sie dann immer Geld und damit sind erstmal die Probleme überdeckt. Also Staatsschulden sind im Grunde nicht das Schlimme, es sind Privatschulden. Wir reden hier auch in Amerika über Privatschulden und die sehen eben nicht so schlimm aus. Hier zum Beispiel sagen jetzt alle, ja, Amerika muss gebremst werden, weil da so eine Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt ist. Arbeitslosenquote ist nur noch 4,1% und das ist so wie bei früheren Boomzeiten. Aber hier habe ich mal aufgezeichnet, wer hier in Amerika im Grunde nicht arbeitet, von den Leuten, also in dem Hauptarbeitsalter sozusagen. Das ist also gerade hier ein bisschen zurückgegangen, aber im Endeffekt arbeiten da unheimlich viele nicht. Also theoretisch gäbe es noch ein großes Arbeitskräfteangebot. Der Trump hat ja gesagt im Wahlkampf Amerika, die ganzen Statistiken stimmen nicht. Wir haben hier 96 Millionen Arbeitslose, die außerhalb der Arbeitslosenstatistik sind und sich nicht erfassen lassen. Das hatte ich übrigens schon ein, zwei Jahre vorher in meinem Börsenbrief geschrieben, dass in Amerika die Arbeitslosigkeit im Grunde viel, viel höher ist, nämlich diese 96 Millionen. Und dann kommt der Trump im Wahlkampf mit dem Argument, das fand ich ganz witzig, aber sie sind heute immer noch 95 Millionen, also trotz des ganzen Aufschwungs. Also da sieht man also, dass man vielleicht in Amerika doch nicht diese Knappheit am Arbeitsmarkt hat und damit auch nicht die extremen Lohnsteigerungen, die wir eigentlich früher im Boom immer hatten. Denn bei den hohen Lohnsteigerungen kommt dann die Notenbank und tritt auf die Bremse. Und das ist das Gefährliche. Also wenn wirklich die Notenbanken gerade auch noch in Europa oder Asien wirklich auf die Bremse treten, dann müssen sie sofort verkaufen, ihre Aktien. Aber im Grunde ist es nur in Amerika im Moment, dass die da leicht auf die Bremse treten. Streiten sich die Leute, wie viel das kommen wird. Aber das kommt jetzt von 1,5% im Moment, wird wahrscheinlich nächste Woche da um 0,25% angehoben. Aber das ist im Grunde noch nicht so schlimm. Die letzte Zinserhöhungsphase fand statt in Amerika, also glaube ich, dass es nicht so schlimm ist, also hoffen wir es, ist ja nichts in Stein gemeißelt. Aber bei der letzten, vergleichen wir es mit der letzten Zinserhöhungsphase in Amerika, das war zwischen 2004 und 2006, da haben sie 17 Mal erhöht, jedes Mal 0,25%. Und waren dann so nach 1,5 oder so, schließlich dann auf 5,5, glaube ich. Kann ja mal ausrechnen, ein Viertel mal 17, da kommt man hin. Und dann ging es erst im Grunde ab zweiten Halbjahr 2007, erst richtig dann 2008 an der Börse runter. Also wie ich schon sagte, man hat meistens einen gewissen Vorlauf. Also das ist ein Warnzeichen, aber man muss nicht den gleichen selben Tag jetzt verkaufen an der Börse, wenn da die Notenbank bremst. Also 17 Mal Erhöhung zwischen 2004 und 2006 und erst 2007, erst spät in 2007 fiel dann die Börse. Also ich hoffe, dass es diesmal auch so ist. Erstens, dass sie nicht so stark erhöhen, hoffe ich. Das wäre dumm, weil sie mehr verschuldet sind, weil auch die Inflation nicht so stark ist. Sie müssen auch nicht so stark bremsen, denke ich. Und ja, also dass sie erstens nicht so stark erhöhen und nicht so lange erhöhen. Ja, das ist also hier die Inflationsseite. Da sieht es also nach meiner Meinung nicht so schlimm aus. Das Wachstum einer Volkswirtschaft begründet sich auf Produktivität. Die ist eigentlich eher mau in Amerika. Übrigens geht es ja auch im Rest der Welt eher zurück, also sie steigt. Produktivität plus Bevölkerungswachstum. Und die Amerikaner haben ja doch ein bisschen gestoppt da die Immigration, nicht? Sie wissen warum. Und da ist das Wachstum in Amerika, glaube ich, eher so in den nächsten Jahren auf 2% begrenzt. Also so toll wird es nicht. Das heißt, da muss in Amerika immer sehr selektiv Aktien kaufen. Deswegen kaufen die Leute alle die Technologieaktien, weil die eben mehr wachsen. Der ganze Rest ist im Grunde auch nicht so wahnsinnig teuer an der Börse, wächst eben auch relativ wenig. Also soll man diese Technologieaktien mal halten, zwischendurch gesagt. Also ich fürchte, dass da, gerade wenn es diesen Streit gibt da mit Europa, wie ich schon sagte, könnte es da die Leute verunsichern. Und zweitens sind die Bewertungen da wirklich hoch, wenn auch nicht so hoch wie 2000, da waren sie noch teurer. Aber im Endeffekt sind die gerade in Amerika relativ teuer. In Asien sind sie auch teuer, aber da wachsen sie noch schneller. Also ich würde sagen, im Zweifel sollte man sogar diese asiatischen Wachstumswerte eher halten. Und auch die amerikanischen, also eher würde ich mit Stop-Loss absichern, als ich sie jetzt gleich verkaufe, weil so ein Trend, wie ich schon sagte, läuft meistens länger, als man denkt. Also auch wenn es teuer ist.
Hier haben Sie die Gewinnsteuern der amerikanischen Unternehmen. Also so auf breiter Front verdienen die gar nicht so toll. Das sind eher die Technologieunternehmen, die letztes Jahr, glaube ich, 50% mehr Gewinn gemacht haben. Dieses Jahr eher so knapp 20, also nicht mehr so viel vom Gewinn her. Also viele Unternehmen sind nicht so toll im Gewinn und auch die Gesamtkonjunktur in Amerika hat durchaus auch ihre Seiten, die also eher sehr, sehr mühsam vorankommen nur. Und wie billig oder teuer ist jetzt eigentlich Amerika im Vergleich auch zu Europa? Hier sehen Sie, die Aktien bringen hier nur 2%, die Anleihen, die 10-jährigen Staatsanleihen jetzt 2,8%. Sie sehen, das ist hochgegangen und hier ein gewisser Abwärtstrend, hier ist vielleicht auch verletzt, der von 1982 kommt das ja, dieser Abwärtstrend. Da sind wir also so gerade dran hier, das ist also eher so noch nicht verletzt, aber im Endeffekt gehen die Zinsen hoch. Aber wie Sie auch sehen, nicht so dramatisch, dass man sagen muss, oh Gott, jetzt muss man sofort raus. Nicht? Also hier zum Beispiel gingen die Zinsen, wie ich schon sagte, hier hoch. Das ist jetzt nicht die Fed-Rate, die ich vorhin erwähnt habe, sondern das ist die 10-jährigen Zinsen. Also die gingen hier auch so von gut 3 eben auf über 5. Und dann ging es an der Börse eigentlich erst so ab 4, zweites Halbjahr 2007 runter. Also das war heute viel tiefer noch. Also ich hoffe, dass wir da also noch nicht so in einem gefährlichen Fahrwasser sind. Der Unterschied ist, dass vielleicht die Verschuldung hier und da ein bisschen größer ist. Vor allen Dingen bei den Unternehmen, das habe ich jetzt nicht gezeigt. Die amerikanischen Unternehmen haben so viel Aktien zurückgekauft, auf Kredit auch. Also die sind eher verschuldet und das ist nicht so ganz ungefährlich, das muss man beobachten. Aber jetzt durch die Steuersenkungen stehen sie sich hier ein bisschen besser und dann holen sie da 2 Billionen aus den Steueroasen zurück. Also da sind die Unternehmen wieder ein bisschen unterstützt, aber das könnte nächstes Jahr schlecht werden. Das ist eine einmalige Sache jetzt. Hier nochmal jetzt, wie die Zinsen hochgehen da im Moment. Also Sie sehen, das ist im Grunde noch relativ harmlos im Vergleich zu früher. Und jedes Mal, wenn das hier so rankommt in die längerfristigen Zinsen, da Unternehmensanleihen 10 Jahre sind das hier oben, da ist man dann schon in einer gewissen Gefahr. Also immer, wenn das hier entweder überschreitet sogar oder eben rankommt, dann gibt es meistens eine Rezession. Das sind diese Rezessionsstriche hier. Das war die Finanzkrise. Also eben auch ein Vorlauf hier wieder, wie man sieht. Das ist immer vorher oben und dann geht es erst eigentlich mit der Konjunktur abwärts und auch mit der Börse. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit, würde ich sagen. Also man muss das beobachten. Das ist die Hauptgefahr überhaupt, glaube ich, für die nächsten Jahre für die Börsen. Aber ich habe den Eindruck, dass das noch dieser Januar-Februar-Einbruch, den wir jetzt hatten, dass das nicht im Grunde wegen dieser Zinsen da kam. Denn die Zinsen sind immer wirklich das, was langfristige Bässe auslöst. Aber was eben auch die Kurse oft drückt, ist Überoptimismus. Wenn alle drin sind und alle ganz begeistert sind, zum Beispiel im Januar wurde noch nie so viel in amerikanische Fonds investiert von den Amerikanern wie bisher. Die Ausländer haben mit 70 Milliarden Dollar im Dezember und Januar noch nie in Wall Street so viel gekauft, seit vielen Jahren. Das letzte Mal war so viel 2007 und Sie wissen, was 2007 dann passierte, ging es 2008 runter. Also da muss man aufpassen mit der Markttechnik. Wenn alle reinspringen, dann ist erstmal eine gewisse Pause angesagt. Und ich glaube, wir sind erstmal noch in dieser Pause und es geht auch nicht gleich wieder hoch. Aber ich denke, dass es eher eine markttechnische Reaktion ist als eine zinsmäßig ausgelöste Reaktion. Das sind immer die Hauptgefahren. Die Gewinne spielen nicht so die Rolle. Das kommt meistens immer erst hinterher mit den Gewinnen, dass die runtergehen. Aber was frühzeitig an der Börse passiert, sind die Zinsen. Da muss man eben aufpassen. Oder wenn zu viel Optimismus herrscht, muss man aufpassen. Und gut, wir werden auch dazu noch ein paar Grafiken sehen. Bei den Bull-Bear-Indikatoren hier zum Beispiel haben wir ziemlich viel Optimisten hier zuletzt gehabt. Nicht? Hier, das war Optimismus und hier war auch mal ein ziemlicher Optimismus da 2010, 11. Da gab es ja 2011 einen ziemlichen Rückschlag, wie Sie wissen wahrscheinlich. 2011 waren im DAX plötzlich so im zweiten Halbjahr, ab August war es glaube ich, 30% weg und, so, und das in wenigen Wochen. Also das wäre wirklich peinlich, wenn das jetzt kommen würde. Aber es war auch damals eben nicht der Beginn einer Rezession, sondern eine markttechnische Reaktion an der Börse.
Die berühmteste markttechnische Reaktion war 1987. Das erinnere ich noch sehr gut. Da war eben vorher auch enorm viel Optimismus. Die Leute haben viel auf Kreditaktien gekauft, viele Optionsscheine. Also da waren gerade die Älteren unter uns, wissen das vielleicht noch. Also das war wirklich eine völlig überhitzte Börsenphase. Aber es kam keine Rezession hinterher. Die amerikanische Börse hat sogar das Jahr im Plus abgeschnitten. Also es war dann zwar ein heftiger Rückgang und in der Geschwindigkeit habe ich eigentlich keinen anderen Rückgang so gesehen, aber es hat sich dann eben doch wieder erholt und es war nicht fundamental von den Gewinnen, von der Konjunktur nicht begründet, sondern nur markttechnisch. Diesmal ist es, glaube ich, markttechnisch nicht so schlimm, weil auch viele Leute einfach schon vorsichtig sind. Nicht? Die haben dann Stop-Loss und dann gibt es diese ganzen Robot-Geschichten, die sofort bei einer Erhöhung der Volatilität aus den Märkten rausspringen. Also viele werden auch schon verkauft haben und der Markt ist, glaube ich, schon gut bereinigt. Aber ob es natürlich gleich wieder hochgeht, es wäre eigentlich schön, wenn wir mehr Pessimismus hätten, sowas wie hier. Nicht? Dann auch hier haben wir lange Pessimismus gehabt, das war die Finanzkrise. Und ab März 2009, wie Sie wissen, da ging es dann steil nach oben. Das war dann also seitdem neun Jahre lang jetzt eine super eine Börse. Im Trend ging es eigentlich, außer so 2011 zum Beispiel, ging es eigentlich nur hoch. Und wenn wir da wirklich wieder runterkommen, müssen wir wahrscheinlich eine richtige Bässe noch vorher erleben. Nicht? Das ging ja auch da nur wegen Bässe oder hier diese 30% Deutschland. Also ich glaube nicht, dass wir so weit runtergehen, aber so etwas weiter runter wäre eigentlich ganz sinnvoll und hilfreich von der Markttechnik her, dass nicht zu viele Optimisten noch da sind. Gibt es natürlich viele Indikatoren, ein paar, die sind auch schon wieder mehr im Pessimismus, aber trotzdem, ein bisschen braucht es wahrscheinlich noch, ehe die Börse wieder hochkommt, aber eine richtige Best, glaube ich, wenn Trump keinen Unsinn macht, das ist eine große Gefahr, und die Chinesen nicht irgendwelche großen Probleme kriegen, was ich nicht glaube übrigens aufgrund der Volkswirtschaft, dann müsste es eigentlich noch wieder unter gewissen Schwankungen wieder hochgehen können und am Jahresende sogar etwas höher sein als heute. Ich habe mal am Jahresanfang gesagt, das ist eher ähnlich wie am Jahresende, wie am Jahresanfang. Also sieht dann nach dem Moment aus. Aber ich glaube, dass wir doch ein paar günstige Gelegenheiten noch haben und inzwischen sind die Märkte auch mehr differenziert. Also viele kaufen ja ETFs in den Index, ist jetzt glaube ich nicht so sinnvoll. Ich glaube, jetzt muss man mehr suchen, so mehr Einzelsachen herauspicken, dass es mehr nicht alles so geht, Butter geht Käse, sondern mehr differenziert, glaube ich. Also hier sehen Sie mal den amerikanischen Aktienmarkt. Da sind jetzt mal diese 500 Aktien nicht gewichtet, diese 500 S&P größten Aktien. Ein Index ist ja immer eine Gewichtung. Der Dow Jones ist zum Beispiel kein Index, weil er, obwohl es überall steht, das ist einfach nur 30 Aktien zusammengezählt und durch 30 geteilt. Ist also, während beim Index die großen dick drin sind, große Gewichtung, und die kleinen sind mit wenig drin. Nicht? Im DAX ist Siemens oder Allianz groß drin, Lufthansa ganz wenig. Also das ist unterschiedlich beim Index. Und hier im S&P-Index in Amerika haben Sie eben auch im Moment den Höchststand praktisch, nahezu. Und hier, wenn Sie den S&P, habe ich mal gemacht, hier gleichgewichtet haben, jede Aktie ist gleich, da geht das jetzt hier dieses Jahr eigentlich nur runter bisher. Also das ist so ein Zeichen, dass wir wahrscheinlich auch in Amerika noch nicht oben sofort wieder hochgehen können jetzt. Obwohl der Nasdaq, also der Technologieindex, hat ja schon ein neues Hoch aufs Jahr gemacht. Also das fand ich ganz erstaunlich. Ich habe gedacht, wenn wir Glück haben, gehen wir nochmal bis März überall hoch auf die Jahreshöchststände vom zweiten Hälfte Januar. Und dann geht es bis Oktober runter. Das war so meine Jahresprognose, so dieser übliche Zyklus, den wir sonst häufig haben, so bis März, April hoch, dann kommt die Sell in May und dann kann man ab Oktober wieder rein. Also sowas könnte ich mir auch für dieses Jahr vorstellen. Und hier sieht man also, in Amerika geht die Masse dieser 500 Aktien also noch im Trend runter. Nicht? Also das ist noch ein Zeichen, dass wir noch nicht so diese Wende eigentlich haben. In Japan dagegen gehen die Aktien eigentlich immer noch ganz schön hoch. Haben wir zwar auch hier einen gewissen Rückschlag gehabt, aber ich bin deshalb der Meinung, dass Japan keine schlechte Börse sein wird dieses Jahr. Da kann man auch unter Umständen vielleicht so einen Index sogar kaufen. Denn was kauft man wieder bei den Branchen? Die Banken sind zum Beispiel sehr billig und bringen auch für Japan eine gewisse Rendite. Aber die sind im Grunde bisher nie richtig gegangen. Und manchmal sind Aktien ewig billig und kommen nicht richtig hoch. Aber zum Beispiel Banken sind billig oder die Eisenbahnaktien sind recht billig. Dafür japanische Verhältnisse auf jeden Fall. Also der japanische Aktienmarkt war bezogen aufs Kurs-Gewinn-Verhältnis
in der ganzen Nachkriegszeit in 99% der Zeit teurer als heute, bezogen auf die Gewinne. Also Japan ist auf dem 1% billigsten Anteil sozusagen im Moment, ist also richtig unterbewertet, würde man sagen, von der Seite her. Das Einzige, was die Leute jetzt stört im Moment, ist, dass die Währung so hoch geht, und normalerweise geht eine Börse mal oft hoch, wenn abgewertet wird, nicht? Dann steigen die Exportgewinne. Aber Japan ist nicht so vom Export abhängig wie Deutschland zum Beispiel, hat viel Binnenmarkt, Binnenwirtschaft, und deshalb glaube ich, dass also Japan gar nicht so schlecht aussehen wird, auch wenn die Währung sogar noch steigt. Also nicht absichern die Währung, würde ich sagen. Das hat in den letzten Jahren ja oft immer nur geklappt, Japan zu kaufen, da, wenn man gleichzeitig die Währung abgesichert hat oder so einen Index gekauft hat, wo die Währung abgesichert war. Also im Moment würde ich keine Währung absichern. Ich glaube, dass der Yen eher hochgeht als runtergeht. Hier habe ich immer die Realzinsen gehabt. Ich meine, ganz simpel für die Börse, je niedriger die Zinsen, desto besser läuft die Börse im Allgemeinen. Man kriegt nichts für Festgeld und Anleihen bringen nichts. Und hier habe ich Ihnen mal die Realzinsen aufgezeigt. Die sind für die Wirtschaft fast noch wichtiger als die Zinsen, die man so überall sieht, also die Nominalzinsen. Das sind also die Zinsen nach Abzug der Inflationsrate. Und hier sehen Sie also, dass die Zinsen eigentlich im Trend runterkommen schon lange. Und das ist eigentlich für die Wirtschaft unterstützend und positiv. Und gerade für Europa. Nicht? Europa hat ja dank Draghi, also dank mal in Anführungsstrichen, der übertreibt es nach meiner Meinung. Und wenn man überhaupt nichts mehr für Festgeld kriegt, ist das schon sehr merkwürdig. Oder Negativzinsen ist also eine sehr ungesunde Sache, schwächt man die Banken. Also da ist ein niedriger Zins im Grunde für die Börsen durchaus positiv und für die Konjunktur auch. Also deswegen sehe ich hier im Grunde auch noch nicht solche Probleme. Nicht? Sehen also, dass dieser ganze Abwärtstrend, unterbrochen von der Finanzkrise, doch eigentlich immer noch sehr, sehr positiv aussieht. Also hier hat man zum Beispiel von den Notenbanken dagegen gesteuert. Nicht? Da haben die dann gesehen, 2008, die Konjunktur bricht ein. Also im Herbst 2007 waren viele Notenbanken noch sehr optimistisch, aber hier dann ab Anfang 2008 haben sie gemerkt, hoppla, das bricht alles ein. Und dann haben sie dann schwer Gas gegeben, die Zinsen runtergehauen und eben auch die Realzinsen, weil damals die Inflation höher war als heute. Aber wir haben so einen Abwärtstrend der Realzinsen, was recht positiv ist. Das oberste ist hier China, ist aber auch inzwischen wieder runtergekommen. Da also ist es eigentlich überall generell von den Realzinsen eine positive Entwicklung. Hier haben Sie die Geldmenge mal, die wir vorhin für Amerika gesehen haben. Für Europa ist es sogar noch besser, weil der Draghi eben immer noch eifrig Geld druckt, 30 Milliarden pro Monat. Und Draghi wird wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen das jetzt enorm rumreißen, der Steuer. Der ist ja noch bis Oktober nächsten Jahres dran. Ich glaube, bis dahin wird das alles ziemlich geldfüllig bleiben. Also da wird es vielleicht weniger drucken. Aber im Endeffekt wird der keineswegs da das Ruder stark rumreißen. Der ist Italiener, und bei der Wahl in Italien haben Sie jetzt gesehen, 70% haben da Anti-EU gewählt, nicht? Also diese Cinque Stelle da haben 32% und die Liga, diese rechte Koalition, hat 37%. Also sind fast 70% haben da im Grunde jetzt da Anti-EU gewählt, und damit auch natürlich werden die sich da nicht groß halten. Jetzt nehme ich mal an irgendwelche EU-Regeln über die Begrenzung der Staatsausgaben und so. Also die werden es da wahrscheinlich krachen lassen mit Ausgaben. Und das wird also ziemlich unruhig zumindest werden. Und dann fangen die Leute wieder an, die italienischen Anleihen zu verkaufen. Dann muss der Draghi wieder von der Seite her Geld gegensteuern. Also ich glaube, Italien ist eher so ein Signal für den Draghi, noch mehr aufzudrehen als zu bremsen. Aber Italien muss man trotzdem im Auge behalten. Also wenn die so ein Referendum machen, und 70% könnten das unter Umständen jetzt machen, also dann sind diese ganzen optimistischen Prognosen für die Börse auch wieder dahin. Im Moment sieht es ja auch so aus, wenn der Euro sich gut hält oder sogar vielleicht meine Prognose bis 1,30 gegenüber dem Dollar zum Jahresende steigt. Aber wenn Italien wirklich anfängt, jetzt gegen Euro und EU da zu agieren, dann wird der Euro runtergehen, dann werden die Börsen runtergehen. Also Draghi und Italien sind die Probleme, die man politisch im Auge behalten muss.
Wobei man natürlich sagen kann, die schneiden sich alle, sowohl Draghi Trump muss im Auge behalten und Italien im Auge behalten. Also Trump würde sich ins eigene Fleisch schneiden, nach meiner Meinung, und die Italiener auch, wenn sie da groß was verändern. Aber man weiß ja nicht, ob sie es nicht trotzdem machen. Also das sind so die beiden Politgefahren, würde ich mal sagen, die man nicht unterschätzen sollte. Wobei ich immer noch dazu neige zu sagen, dass doch die optimistische Variante da wahrscheinlich überwiegt, dass Trump doch hoffentlich ein paar Berater hat, die ihn da zurückhalten. Aber der Kohn, ich kannte den, immer ein sehr guter Mann, den hat er gefeuert jetzt. Und jetzt hat er eigentlich so einen Fernsehmoderator da rangeholt, da als Berater. Also ob der das dann wirklich gut macht für ihn, also möchte ich meine Zweifel haben. Der wechselt ja da in der Drehtür die Leute aus. Also ich meine, man muss ihn nicht nur verurteilen, allein mit den Zöllen. Europa verlangt zum Beispiel 10% für Autoimportzölle, Amerika nur 2,5%. Nicht? Also im Grunde sollen wir auch nicht immer mit Steinen schmeißen da. Wir könnten ja auch mal die Zölle da wahrscheinlich runternehmen. Aber das wird natürlich unseren Autoaktien nicht so gut tun. Die müssen überhaupt auch investieren, die Autos, nicht? Da für Elektro, das, wenn eine Branche investiert, meist auch nicht so positiv für die Gewinne, weil das ganze Geld in die neuen Investitionen geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir tatsächlich mehr Elektroautos sehen werden und dass die da eigentlich einiges erstmal vorleisten müssen. Also hier, Geldmenge sieht gut aus, und von der Seite her, also meine klassische Idee immer, die Börsen sind in Ordnung, solange das Geld da ist. Also an der Idee braucht man also nicht zweifeln im Moment. Aber es gibt ja immer wieder Erschütterungen kurzfristiger Art, also zu viel Optimismus, habe ich schon gesagt. Oder manchmal auch Politik. 1962, als der Kennedy da fast auf die Atombombe gedrückt hätte, um die Russen aus Kuba fernzuhalten, da ging es mal schlagartig 30% runter. Das hatte mit Wirtschaft nichts zu tun. Also es kann immer wieder auch mal so politische Sachen geben. Aber da ist es meist ganz gut, wenn man sich da nicht verrückt machen lässt, weil das meist sich doch wieder in die andere Richtung dann entwickelt und wieder auch ziemlich schnell wieder politische Sachen ausgeglichen werden. Also deswegen denke ich, orientieren wir uns lieber an den volkswirtschaftlichen Zahlen. Realzins in Deutschland ist ja am niedrigsten in Europa, deswegen müsste eigentlich auch die Konjunktur hier in Deutschland mit am besten laufen. Ist ja eigentlich bisher auch gut gelaufen. Dann die Kreditgewährung hier in Europa geht hoch, wie man hier sieht. Das sind diese Zahlen hier. Also, warte mal, habe ich hier dieses Ding? Ah, hier ist er. Also das geht hoch hier, diese drei Kurven, das ist Europa. Amerika ist zwar die linke Skala, absolut noch höher mit 3 als hier, so auch 2, 3, aber Amerika ist eher ein bisschen runtergegangen. Also amerikanische Konjunktur wird vielleicht jetzt durch Steuersenkung da angekurbelt, aber man muss auch wieder sehen, trotz dieser ganzen wilden Ankurbelung, die Amerikaner gehabt haben, die haben ja angefangen mit dem Gelddrucken in riesigen Mengen, 4 Billionen Dollar gedruckt. Dafür ist der Aufschwung eigentlich der schwächste Nachkriegszeit, muss man überlegen. Die haben jetzt in 9 Jahren durchschnittlich 2% Zuwachs gehabt. Früher war das immer durchschnittlich 4%. Also, und obwohl diesmal so viel gemacht worden ist, deswegen bin ich immer ein bisschen skeptisch auch, ob es Amerika weiter gut geht, wenn diese Stimulanzien weg sind. Aber dies Jahr ist ja die Steuersenkung. Also ich glaube, da muss man erst sich um nächste Jahr Sorgen machen und dies Jahr noch nicht so. Hier ist nochmal der DAX-Kursindex, den habe ich Ihnen am Anfang schon gezeigt. Wir sind im Grunde hier nicht höher als vor 20 Jahren. Dann, das ist hier, waren es die kleinen Linie DAX, ja, das ist mal längerfristig. Da sehen Sie auch, dass der DAX im Grunde auch nur einiges gegangen ist im DAX, nicht alles. Das sind die Gewinne hier, da, dieses blaue, da sind wir oben und sind wir doch in den Gewinnen höher. Als hier im Kurs sind wir jetzt heute wie da, wenn Sie den Kurs DAX nehmen, ohne Dividenden. Ich meine, bei Immobilien rechnen Sie ja auch nicht, wenn Sie kaufen da vor 10 Jahren, alle Mieten, die Sie dazu gezählt haben, die Sie bekommen haben in 10 Jahren zum Preis dazu und auch noch die Mieten, bevor Sie Steuern gezahlt haben. Nicht? Also insofern ist der DAX, Performance DAX nach meiner Meinung unsinnig. Also ist eher hier der Kurs DAX wichtig. Und der ist im Grunde nicht höher als vor 10 Jahren hier. Vor 8 Jahren, oder naja, gut, ja, 8 Jahren. Aber die Gewinne sind hochgegangen, Dividenden auch, das sind die Dividenden hier unten. Also Dividenden sehen ja immer noch ganz vernünftig aus, nicht? Also auch vor allen Dingen im Verhältnis zu, was man sonst eben kriegt bei Anleihen. Hier haben Sie den Realzins mal in Deutschland, da sehen Sie, wie tief der ist. Also es ist ungewöhnlich, wenn es der Wirtschaft so gut geht, hat normalerweise früher die Bundesbank die Zinsen immer auch da oben irgendwo gehabt. Das ging immer gleich. Diesmal aber
ist im Grunde die Rendite nach unten. Das heißt, die EZB hat nichts gemacht, die Zinsen nicht hochgesetzt, obwohl die Wirtschaft eigentlich so gut ist. Also das ist ungewöhnlich. Aber eigentlich ist es auch nicht so unbedingt nötig, jetzt wild zu bremsen, weil, muss bald aufhören hier, wird mir schon gezeigt, nicht so nötig, weil die Inflation eben nicht so hoch ist, braucht man eigentlich auch nach meiner Meinung nicht so stark bremsen. Also im Endeffekt ist es noch nicht so, dass jetzt eine galoppierende Inflation, glaube ich, bald kommt. Hier haben Sie in Deutschland mal diese Differenz zwischen Aktien und Anleihen. Wir haben es vorhin für Amerika gesehen. Da haben Amerika 0,2% weniger gebracht als Anleihen. In Deutschland bringen die Aktien fast 3% mehr. Also auch spricht eigentlich hier für Deutschland. Hier haben Sie nochmal die Dividendenrendite, die Aktien, die mehr Dividendenrendite bringen als ihre Anleihen Zins bringen. Nicht? Also fast alle europäischen Aktien bringen mehr die Aktien als die hauseigenen Anleihen. In Amerika ist das genau umgekehrt, da bringen nur 30%. Das ist jetzt immer China der Zinsanstieg. Die Verschuldung in China, nochmal ein Wort dazu. Das ist fast alles eben Staatsunternehmen oder der Staat selber. Die Haushalte sind nur sehr wenig verschuldet. In Amerika sind die doppelt so stark verschuldet. Also insofern sehe ich nicht den Kreditzusammenbruch da in China und dass dadurch die Weltkonjunktur zusammenkracht. China wächst viel mehr, nicht? Das auch positiv ist. Sie können sich mehr Schulden leisten, wenn sie wachsen. Nicht? Zum Beispiel da in den letzten 10 Jahren hat sich der Autoabsatz in China verfünffacht. In Amerika ist immer noch derselbe geblieben, schon derselbe wie 1985. Also China wächst enorm. Auch hier sieht man das, also das ist im Grunde eine realwirtschaftliche Zahl, dies wird eine offizielle Zahl, also realwirtschaftlich geht es wahrscheinlich sogar mehr hoch, als sie zugeben. Das sind die Autoverkäufe, verfünffacht, sagte ich schon. Also das ist der Handelsbilanzüberschuss, das vielleicht als letztes noch, was China mit Amerika erwirtschaftet. Also im Januar hatten die sogar 400 Milliarden nahezu mehr exportiert, als importiert aus USA. Jetzt sagt der Trump natürlich, diese 400 Milliarden da wollen wir was wieder haben davon. 300 Milliarden soll da abgespult werden zurück. Das könnte natürlich irgendwo schon die Weltkultur belasten. In Amerika wird alles teurer dadurch. Dann müssen sie die Zinsen anheben deshalb. Dann in China werden die dann mehr Arbeitslose wieder haben und dann vielleicht auch politisch. Also neulich hat einer mal geschrieben in der Financial Times, aus dem Handelskrieg könnte ein wirklicher Krieg werden. Also Gott bewahre, hoffentlich nicht, aber auch das muss man im Auge behalten. Also die Zeiten sind heute schon ein bisschen anders, als wie ich hier vor 49 Jahren angefangen habe in dem Beruf. Da vielleicht ein Wort noch für Gold am Schluss, keine schlechte Sache, aber auch ganz kurzfristig wahrscheinlich geht es nicht durch die Decke da, weil eben da auch ein bisschen viel Optimismus ist und gerade die Europäer kaufen nicht, aber die Inder und Chinesen werden weiter kaufen. Goldproduktion hat wahrscheinlich 2016 den Höhepunkt gehabt, seitdem werden die Minen weniger produzieren, also man wird da nicht wahrscheinlich dran verlieren und auf 5 Jahre Sicht könnte ich mir vorstellen, dass man also da ganz fröhlich ist, da ein bisschen Gold gehabt zu haben. Ja, also das war meine Message für heute, also ich hoffe, das ist so rübergekommen und ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.